Also. Feuer, Wasser haben wir gehabt, Erde und Wind. So, Wind wird irgendwo oben sein. Erde, logischerweise irgendwo unten. Sei denn, es wird ein Blumenbeet irgendwo oben gemeint, was ich aber nicht glaube. Tja, Erde. 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 Ich gucke jetzt erstmal nach Wind, ob hier nochmal irgendwas ist. Weil hier ist ja das Winddings da hier. Aber. Das sieht gleich aus. Ich würde gerne hierhin nochmal gehen. Weil Erde und Blumenbeet ist jetzt nicht so weit auseinander, dass es nicht klappen könnte. So. Aber hier ändert sich die Maus nicht. Ich glaube, ich sollte mich hier mal genauer umsehen. Aha. Okay. Nichts Interessantes zu sehen. Wir machen das jetzt ohne Nichts. Hilfe. Nichts. Wie Schorfwitter. Nichts. Nichts. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Ich kann nichts auf. Haben wir noch die Streichhölzer? Nee, wir probieren es mit dem Messer mal. Nichts interessant. Hallo? Messer? 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 Ich kann nichts auf. Oder wir nehmen ein anderes Blumenbeet. Zurück. Gehen wir dahin. Ich glaube ja eher, dass das der Pfeil ist, der hierhin zeigt. Aber da es jetzt schon da ist. Oh. Sieht wie ein ganz normales Blumenbeet aus. Ja. Nichts Besonderes. Nichts, 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 nichts. Wir gehen jetzt wirklich hierhin. Umso mehr ich drüber nachdenke, umso simpler ist es eigentlich, dass das hier der Pfeil ist, um hier zu gucken. Tada! Das ist nichts Besonderes. Doch. Sieht wie ein ganz. Nein. Sieht wie ein. Nein, das ist hier was. Ich will, dass da was ist. Das muss da sein. Ich fackel die Blumen jetzt ab. Sieht wie ein. Da ist doch. Blumenbeet, Blumenbeet, Blumenbeet. Aber sie wollte, dass wir uns hier genauer umgucken. Blum, 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 Blum. Nichts. Ja. Mal Blum. Oder geht sie jetzt etwa auf die Wiese? In dieser Richtung liegt eine große Wiese. Im Moment. Was können wir denn noch machen? Zeigt denn das Inventar an? Ich hätte da jetzt ehrlich gesagt mit dem Taschenmesser rumgestochert oder so. Das ist ein bisschen. Wenn ich das hier anklicke, alles. Hallo? Blumenbeet? Blumenbeet? Blumenbeet. Also nochmal. Irgendwas. Irritiert mich echt. Sie wollte doch, dass wir uns genauer umgucken. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Nichts. Nichts in. Ich kann nicht. Gibt's doch gar nicht, Mensch. Nichts interessant. Erde. Nichts. Gibt's nicht. Zumal die Maus sich auch nirgends verändert. Und das siehst doch, dass sie sich verändert. Nichts Besonderes. Sieht wie ein ganz normales. Gibt's doch echt nicht. Das hier, hier muss doch was sein. Das ist doch nicht umsonst so blöd da drin. Sieht wie ein. Nichts bes. Nichts besonderes.
Die Erde sieht so aus, als wäre hier erst vor kurzem gegraben worden. Hier dann Grab. Nichts Besonderes. Hier hängt aber so ein Fähnchen in dem Kackhaufen drinne. Das schreit gerade danach. Auf der Fahne ist das Symbol des Daedalus-Clubs. Auch noch mit dem Symbol. Nichts Besonderes. Also mal wirklich. Ich glaube, da unten ist irgendwas. Ja, dein Gehirn. Oder ein Bierdeckel. Ein Teil des Rebus und ein Bierdeckel. Der Bierdeckel muss ein Hinweis auf den nächsten Ort des Rätsels sein. Jetzt kommen wir... Oh, Telefon! Hallo? Kommen Sie sofort hierher. Sie sind spät dran. Ich glaube, Sie wollten jemand anderes sprechen. Das ist eigentlich nicht mein Handy. Ich weiß genau, wer dran ist. Es gibt für heute Abend noch viel vorzubereiten. Kommen Sie sofort hierher. Dr. Stiles... Also, ich habe 4 Leute aufgetrieben, aber 2 fehlen noch. Wenn Sie mir noch eine Stunde geben, dann... Sie haben 4 frei. Ja, war gar nicht leicht. Das sollte reichen. Heute hat sich bei mir noch ein Student als Freiwilliger gemeldet. Und Sie sind die 6. Nee. Ich bin was? Machen Sie sich endlich auf den Weg hierher. Sofort. Na wunderbar. Anstatt irgendwelche Trottel zu finden, bin ich jetzt selbst einer. Das hat er noch gehört. Du bist gleich gefeuert. Ah, ich wollte... Hallo? Der kann jetzt wohl noch eine halbe Stunde warten, okay, das Rätsel. Langsam kriege ich ein bisschen Bammel. Zur Hölle mit diesen ganzen dummen Gerüchten. Wenn er wirklich sowas wie ein Monster ist, dann kann ich doch einfach abhauen, richtig? Richtig. Ich kann schließlich schnell rennen. Komm schon, Sam, reiß dich zusammen. Ich würde gern speichern. Ich hätte gerade gespeichert. Dr. Stiles? Psst. Leise. Ich hätte gerade gespeichert. Das Phantom. Hat man Ihnen nicht beigebracht, dass es unhöflich ist, Leute anzustarren? Es tut mir leid. Die Treppe ist gleich hinter Ihnen. Sie können gerne gehen. Nein, ich dachte nur, Sie wären alt oder so. Mrs. Dalton meinte, dass... Ach, egal. Sie haben mich warten lassen. Das macht sich am ersten Arbeitstag nicht besonders gut, Miss. Wie zum Teufel heißen Sie eigentlich? Sam Everett. Und wie zum Teufel heißen Sie? Das war wohl eine rhetorische Frage. Wenn Sie nicht wissen, für wen Sie arbeiten, müssen Sie ganz schön dumm sein. Was studieren Sie eigentlich? Englische Literatur. Für diese Sache hier völlig nutzlos. Tja, ich wollte erst die Kunst des Krieges studieren. Aber das wollen ja gerade alle. Deswegen ist der NC zu hoch. Wo haben Sie das her? Von einem Trödelmarkt bei Liverpool. Ich stehe auf all das Zeug. Das packt er uns auch schon an. Meine Mutter hat immer genauso eine Kette getragen. Nach ihrem Tod hat man sie vielleicht einer Wohlfahrtseinrichtung gegeben. Gut, ich bin deine Tochter. Gib mir mein Geld. Wie bizarr. Die meisten Vorbereitungen musste ich selbst treffen. Hören Sie, ich bezahle Sie, damit wir Ihre Zeit mit belanglosen Tätigkeiten vergeuden können. Meine ist dafür zu kostbar. Wenn Sie das nächste Mal nicht sofort kommen, brauchen Sie sich ja gar nicht mehr blicken lassen. Das nächste Mal? Also habe ich den Job? Ich habe Besseres zu tun, als neue Assistenten auszuprobieren. Dann will ich ein Zimmer, Verpflegung und 100 Pfund die Woche. Die erste Woche im Voraus. Sind Sie noch ganz bei Trost? Ich stehe Ihnen sozusagen Vollzeit zur Verfügung. Sie können mich also rund um die Uhr schuften lassen. Außerdem haben Sie keine Zeit, einen anderen zu suchen. Ja... Ja, bitte, hallo? Überlegt er jetzt noch, oder was? Oder ist das gerade? Ich verknall mich dich. Die Züge liegen auf dem Tisch. Ich bin um 15:15 zurück. Wenn die Studenten kommen, sorgen Sie dafür, dass sie wissen, was sie hier unten erwartet. Aber Sie haben mir doch noch gar nichts über heute Abend erzählt. Ich meinte, über mich. Über das Phantom. Haben wir noch einen letzten Wunsch frei, Doc? Oder können wir es uns vielleicht nochmal anders überlegen? Ich habe Frauen und Kinder, müssen Sie wissen.
Gut, das stimmt nicht. Aber ich habe immerhin eine Oma, die mich mal mochte. Das war 1989. Liegen Sie ruhig, es tut nicht weh. Diese Geräte sind so wenig schmerzhaft wie Röntgenstrahlen und bei weitem nicht so krebserregend. Ich vertraue Ihnen, Dr. Stiles. Gut. Das Ganze erfordert nichts weiter als ein wenig Vorstellungskraft. Und jetzt will ich, dass Sie sich entspannen. Legen Sie sich bequem hin, schließen Sie Ihre Augen und seien Sie ganz entspannt. Sie werden nicht einschlafen, aber in einen Zustand absoluter Ruhe fallen. Legen Sie alle Spannungen ab, lassen Sie alle Gedanken los. Konzentrieren Sie sich nur auf meine Stimme. Sie stehen auf einer Wiese. Ihre Augen sind geschlossen. Eine kühle Brise streichelt Ihr Gesicht. Sie frieren ein wenig, aber Sie wissen, dass Ihnen schon bald warm werden wird. Sie riechen frisch gemähtes Gras. Ihre Augen bleiben geschlossen, während Sie Ihre Arme emporstrecken. Ihre Finger reichen höher und höher. Sie spüren ein leichtes Ziehen in den Armen, den Seiten und schließlich in den Beinen bis hinunter in die Zehen. Atmen Sie tief ein und ausatmen. Schwingen Sie Ihre Arme nach unten. Gleich werden Sie Ihre Augen öffnen und vor sich die Horsepath-Laufbahn sehen. Sie sind für einen Nachtlauf hier. Ihre Muskeln freuen sich schon darauf, endlich zu laufen. Wenn Sie gleich Ihre Augen aufmachen, sehen Sie den sternenklaren Nachthimmel und wie das Gelände von hellen Flutlichtern beleuchtet wird. Sie erkennen deutlich die dunkelrote Laufbahn. Und jetzt öffnen Sie gedanklich Ihre Augen. Beginnen Sie mit langsamem Tempo zu laufen. Krass. Das war krass. Das Experiment war so entspannend, dass ich wie ein Murmeltier geschlafen habe. Und das Bett ist auch nicht schlecht. Tschüss, Houdini. Ah, du bist wach. Ich wollte dich gerade wecken. Guten Morgen, Mrs. Dalton. Das riecht aber gut. So, du bist noch hier. Sieht ganz so aus. Du kommst also mit Dr. Stiles klar? Er ist zwar ein Ekel, aber ich hatte schon mit schlimmeren Leuten zu tun. Ist okay. Freut mich, dass es klappt. Er hat viel zu tun. Und du scheinst den Job gut gebrauchen zu können. Wie kommen Sie darauf? Hat er von mir geredet? Nein, jedenfalls nicht mit mir. Er ist noch nicht einmal wach. Nachts schläft er kaum, musst du wissen. Manchmal hört man von ihm bis zum Mittag keinen Mucks. Verstehe. Hat er irgendwelche Anweisungen für mich hinterlassen? Kann sein. Wenn, dann unten im Labor. Ach, und jemand hat diese Zeitung heute Morgen auf die Treppe gelegt. Muss ein Versehen gewesen sein. Wir haben keine Zeitung abonniert. Du kannst sie gerne haben. Danke. Oh, war das lecker. So. Oh, das ist noch an. Die Zeitung. Die Oxford Student. Streich auf Laufbahn kostet Platzwart fast das Augenlicht. Kornkreis in Oxford. In der letzten Nacht kann man es auch anholen. Die Horsepath-Laufbahn? Das ist die Bahn, die wir uns gestern Abend vorgestellt haben. Das ist mir alles nicht ganz geheuer. Ich muss der Sache nachgehen. Ich sollte mir die Sache mit der Horsepath-Laufbahn genauer ansehen. Jetzt so. In der letzten Nacht ereignete sich auf der Horsepath-Laufbahn ein seltsamer Vorfall. Unbekannte zeichneten ein kompliziertes Muster auf die Aschebahn. Wie es scheint, haben sich die Täter von den Kornkreisen, die man auf der ganzen Welt finden kann, inspirieren lassen.
Der Leiter der Anlage war jedoch nicht gerade amüsiert, vor allem, weil einer seiner Mitarbeiter bei dem Streich beinahe verletzt worden wäre. Und hier, American Football in bla bla 5 zu 7. Mord wegen Videospiel. Kann man das noch entziffern irgendwie? Nee, leider nicht. Und dann? Schnabeltier, Wunderwesen von Forscher als Fälschung entlarvt. Immerhin. So, sie ist wieder nicht ansprechbar. Hier blinkt's. Hier blinkt's. Hallo. Nee, hier blinkt's, Missy. Und wir gehen zur Horsepath-Laufbahn.